Am letzten Spieltag der Saison der brasilianischen Fußballliga haben Profis, Funktionäre und Fans am Sonntag in allen Stadien der Opfer des Flugzeugabsturzes von Medellin gedacht. Dabei war fast die gesamte Mannschaft des Fußballvereins AF Chapoquense ums Leben gekommen. Bei dem Unglück auf dem Weg zum Finalhinspiel der Copa Sudamericana in Medellin starben 71 Menschen, darunter 19 Fußballer. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol erkannte Chapoquense den Südamerika-Titel zu. Das letzte Spiel der Saison hätte die Mannschaft gegen Atletico Mineiro aus Belo Horizonte bestreiten müssen. Die Partie fand nicht statt, keine der Mannschaften trat an.